Herzlich willkommen zurück bei Cyberpunk 2077. Wir sind schon unterwegs zum nächsten Auftrag und haben da versehentlich einen Passant mitgenommen und deswegen haben wir da jetzt eine Polizeiverfolgung, aber die wird sich ja hoffentlich auflösen. Kaum reden wir darüber, passiert es auch schon und wir fahren 1,5 Kilometer zu dem nächsten Nebenauftrag. Wenn wir mal ein bisschen Gas geben mit unserem Tellerman-Taxi oder unser Privattaxi oder wie auch immer man dazu sagen möchte. Er hat gesagt, er liebt das Tempo. Macht einem doch Spaß, weil am Anfang hat er immer gemeint, bitte langsam fahren. Ne? Fast die Ausfahrt versäumt. Bin schon gespannt. Das ist wirklich dann schon bald. Wir haben bald alles durch. Alle Nebenaufträge. Gibt es dann nichts mehr. Vielleicht kommen dann noch welche, weil es irgendwelche Folgequests sind. Die Überfälle gibt es en masse. Also die hören, glaube ich, eh nie auf. Ah, da können wir her. Slow, slow. Da bleibe ich lieber da stehen. Ich werde noch. Dakota Smith? Wie? Ich habe da was Ungewöhnliches für dich. Aha. Du musst Trevor Press Leiche zur angefügten Adresse bringen. Der Junge wurde von Reeves umgebracht. Trevors Eltern wollen ihren Sohn begraben und können es nicht. Aber du kannst ihn nach Hause bringen. Alle nötigen Infos sind anbei. Na gut. Wenn wir die nötigen Infos durchlesen, wenn wir sie denn bekommen. SOS selber gesucht. Trevors Überreste finden und sie seiner Familie überbringen. Highway 101. Von den Aldo Caldos auch noch dazu. Gibt es ein Sprichwort, wenn er in den Herzen seiner Familie weiterlebt, wird niemals sterben. Trevor Brass lebt vielleicht in Erinnerung weiter, aber wenn er öfter mal auf seinen Arsch sitzen geblieben wäre, anstatt sich mit den Rays einzulassen, wäre er auch sonst noch am Leben. Sorry. Wie dem auch sei, gestern hat einer meiner Leute Trevors Wagen in einem Lager der Rays gesehen. Das Auto hatte wesentlich mehr Löcher als früher und die Rays sind nicht gerade dafür bekannt, Leute gefangen zu nehmen. Trevors Familie gehört, wie gesagt, zu den Aldo Caldos. Es geht ihnen nicht um Rache, sie wollen einfach nur ihren Sohn beerdigen. Finde Trevors Überreste, damit seine Familie von ihm Abschied nehmen kann. Was machen wir natürlich, besonders wenn es von der Aldo Caldos ist? Wir hätten es sowieso gemacht, weil wir die Aufträge machen, aber... Wir beide werden jede Menge Spaß. Das glaube ich auch. Komm schon raus! Ist besser für alle Beteiligten. So. Die Show da ist einmal richtig gestört. Sehr richtig. Wahnsinn, was ist das für eine geile Lumme? Aua. Hat der öppert. Irgendwann muss er sich ja erwischen. Die Schrotflinte ist aber geil, muss ich sagen. Bin schon da. Okay.
Wo ist er? Der ist runtergegangen? Ernsthaft? Bist du fünf oder was? Komm raus! Den hält er! Schrotflinte ist aber lustig, besonders mit dieser. Wie heißt die? Kann man uns die selber herrichten? Das Terra, die haben wir schon ein paar Mal gesehen, wir haben sie uns aber nie gekauft, glaube ich, ne? Dumm eigentlich. Na, haben wir nicht, da werden wir uns das Schema, glaube ich, werden wir uns holen, weil das ist lustig. Na, haben wir nicht. Das werde ich mir holen, offscreen. Ich bin ja nicht so der Schrotflinten-Fan eigentlich. Aber das ist witzig mit der. Erstens schaut es geil aus. Und haut auch ein bisschen rein, die Bombe, würde ich sagen. Okay, der haut immer gleich beide Patronen aus, der Batsch. Na bitte. Da haben wir noch was zum Looten. Und ein Salzschaumschlüssel. Und? Was hat die? Toll. Splitter! Hab gehört, ich sucht was aus den abgestürzten AV dort bei der Sickergrube. Rein zufällig habe ich es gefunden. Interessiert? Wer zur Hölle bist du? Driver von Alde Caldos. Und du willst also was für uns haben? Ich verkaufe es euch. Wo ist euer Lager? Ich bringe es lieber vorbei. Warum gibst du, was du gefunden hast, nicht deiner Familie, wenn du dich so um sie sorgst? Weil ihr alle danach sucht und wir wollen keinen Ärger. Aber Geld. Sehe es als Finderlohn. Hm. Was ich da gefunden habe, ist ein echter Hauptgewinn. Na gut, Trevor von den Alde Caldos, komm her und hol dir deinen eigenen Gewinn. Deswegen auf haben sie umgebracht, die. Na? Oh. Oh, Raids. Rally Bolero Jacke. Geil. Kann man eh. Oh fuck, geil! Entschuldigung, ich möchte mir die ganz kurz anschauen, die Jacke, wie die ausschaut. Schaut aber leider geil aus, die Jacke, ne? Wir sind noch als Johnny unterwegs. Kenne die Leiche von Trailer und die Leiche. Was? Kennt ihr Leiche, um Trailer zu finden? Ah! Was da innen noch? Wir suchen trotzdem jetzt einmal alles ab. Das hat einfach komplett zu. Der lebt noch? Jetzt nehmen wir.
Schwere Bankstiefel. Wo ist auch das ist ja besser. Das geht eh, okay, man muss nur mit dem richtigen einholzen. Na gut. Oder spielt er schon wieder? Na? Wo sind wir denn da vorher aufs Dach gekommen? Schauen wir da nochmal kurz rauf. Schwebt ein bisschen das Auto, ne? Finde ich äußerst interessant. Wir sollen die Leichen scannen, um Trevor zu finden. Bestes aber. Dass da, wo es uns das anzeigt, dass wir die Leichen scannen sollen, keine Leichen liegen. Trevors Auto. Hübsch durchsiebt. Genau wie Trevor. Ja, cooles Wagen eigentlich. Ne? So wie der Tellerman, nur mit Lackierung. Was ist das? Wo die Blutspur hinführt. Ich hab Augen im Kopf, Johnny. Brauch keinen sechsten Sinn, um einer Blutspur zu folgen. Waren wir auch noch nicht um. Gut, das. So, ich bin gerade ein bisschen schweigsam. Was ich nicht ganz verstehe, Leute. Entweder sitzt ihr komplett auf der Leitung, oder?
Da liegt an einem Eis, interessante Pose. Sieh an, was haben wir denn hier? Lol, das ist mir nicht aufgefallen. Schmackig. Wieso ist er nicht noch weiter davon stehen geblieben, ne? Ist eine Gurke. Okay, pack ihn hinten rein. Zeit nach Hause zu gehen. Wie? Dank dir können Trevors Eltern endlich ihren Sohn beerdigen. Ja. Ich bin dir echt dankbar. Bitte. Auftrag erledigt. Na bitte, gerne. 9000, ist okay. Schauen wir mal, ob es da noch was gibt. Das gibt's, die Tarotkarte, die nächste. Und zwar fahren wir dorthin, aber jetzt einmal mit einem anderen Auto. Bei Hanako im Embers treffen wir uns nicht. Da wir jetzt im Gelände sind, könnten wir eigentlich wieder mal mit unserem Razzia fahren, weil der ist nämlich super geil. Mit dem sind wir schon lange nicht mehr gefahren. Der hat auch einen geilen Sound, der Wagen. Wieder 50 Meter. Und wie viele Graffites fehlen uns dann eigentlich noch? Das weiß ich gar nicht. Zwei oder so? Geil, kleine Solaranlage da. Der Stern. Der Stern haben wir jetzt gerade gekriegt, ne? Der Wagen. Der Stern ist die Karte der Hoffnung. Ganz gleich wie finster die Nacht ist, es gibt immer einen Stern, der den Weg nach Hause weist. Der Stern steht für Inspiration und Motivation und gibt uns die Kraft zum Weitermachen. Wunderbar. Zwei noch, wie es ausschaut, ne? Fuller on the Hill. Sprich mit Misty. Ah, da sind wir fertig. Na, das ist ja super cool. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen, ausnahmsweise? Wir werden uns da eine Schnellreisestation gönnen. Und werden zur Misty hupfen. Wie ihr seht, war das ein bisschen weit weg, ne? Da sind wir, da waren wir schon lange nicht mehr. Außer letztens kurz bei dem Wahnsinnigen, wie er da geheißen, der Verschwörungstheoretiker da. Netrunner. Schauen wir ganz kurz einmal. Da schau, ja, der schlaft. Naja. Misty! Grüß dich! Ich habe mehr von diesen abgedrehten Wandbildern gesehen.
Ergeben sie jetzt Sinn? Irgendein Zusammenhang? Alles nur ein paar Tarotkarten. Mein Gehirn ist wahrscheinlich völlig hinüber. Das Tarot erzählt von der Reise des Narren. Zeig mir, was du gefunden hast, und ich sage dir, was fehlt. Hier. Es fehlen noch zwei Arkana. Das Gericht und der Teufel. Sie müssen mit einem Wendepunkt in deinem Leben zusammenhängen. Einer, der bald bevorsteht. Na super. Was bedeutet das Gericht? Eine mögliche Zukunft. Erlösung, Übergang, Erwachen. Der Engel mit dem Horn steht für das Ende einer Ära und symbolisiert einen Neuanfang, eine Wiedergeburt. Dem Teufel will ich lieber nicht begegnen. Er kann nichts Gutes verheißen. Es ist die Karte der innersten, unentdeckten Gelüste, aber auch dem Willen zu überleben. Das klingt gar nicht so schlecht. Er steht auch für eine falsche Welt. Eine Falle, die diese Gelüste dir stellen. Was ist mit dem wandernden Narren? Na, das sind du und Silverhand. Ihr habt einen langen Weg zurückgelegt und eure Stärken erkannt. Und wohin gehen wir? Euer Ziel ist die Welt, das letzte Arcanum. Ihr habt beide im Krieg mit der Welt gelegen, also gibt es zwei Möglichkeiten. Siegen oder Frieden schließen. Man könnte auch verlieren. Ja, das ist wahr. Leider. Danke. Hab zwar nichts verstanden, aber danke. Du wirst es verstehen, wenn die Zeit kommt. Ich kann nicht alles erklären. Na gut, das Tarot sagt nur, dass du die Welt auf einem von vier Wegen erreichst. Das heißt? Der letzte Teil der Reise führt durch die Sonne, den Stern, Mäßigkeit oder den Teufel. Vielleicht sterbe ich vorher, ohne anzukommen. Komm schon, das würdest du nicht zulassen. Nimm das. Mehr kann ich nicht tun. Baumfänger. Viel Glück, W. Egal welchen Weg du einschlägst. So, jetzt werden wir da kurz einmal schauen, ob's, was wir da noch hätten. Oh, Sweet Dreams, also das machen wir nicht einmal gesagt. Hey, da haben wir noch Aufträge. Da nichts wie hin, oder? War eine Idee, okay, gut. Also da kann man durch. Ich glaube, das ist ein Geschäft. Na kommt's. Macht euch nicht so brat, Bursche. Da wir jetzt in der Stadt sind, fahren wir mit was. Wir fahren wieder mal mit Bike, und zwar mit Bike vom lieben Jackie. Sieht aber nie andere Motorradl herumfahren, gell? Es ist eigentlich nur reiner Autoverkehr. Eigentlich auch seltsam, ne? Weil herumstehen tun ja eigentlich genug Motorräder, ne? Da fährt keiner damit. Das ging ja sehr flott. Mein Kind,
Ich habe eine große Aufgabe für dich. Mein Kind? Der Netrunner lebt noch. Aber was mit dir geschieht, ist eine Frage der Zeit oder deiner Diskretion. Mhm. Bugbear ist im Net gefangen. Wenn sie rauskommt, stehen die Tiger Claws bereit, um sie in der Luft zu zerreißen. Kommt sie nicht raus, sind ihre Synapsen bald frittiert. Es kommt auf dich an, B. Details findest du an Bei. Schaut aber cool aus. SOS Söldner gesucht. Netrunner von Tiger Claws retten. Bier. Echter Name unbekannt. 24 Jahre alt. Früher konnten Bugbear und die Tigers gut miteinander klar. Sie wollten zusammen eine Kiroshi-Lagerhalle ausrauben, aber Bugbear hat die Tigers verarscht. Als der Wagen mit der teuren Spitzendeck vollgepackt war, hat sie ihn aus der Ferne rausgelenkt und die Tigers Tränen im Stich gelassen. Sorry. Und Todesurteil. Aber die Tiger sind tough und können richtig stur sein. Am nächsten Tag kreuzen die für ihre Wohnung auf und wollen wissen, wo sie die ganze Tech versteckt hat. Bugbear hat keinen anderen Ausweg als das Net gesehen. Hat sich so mit Software umgeben, dass sie sofort verrecken würde, wenn jemand ihre Verbindung trennt. Aber jetzt müssen die Tigers ja bloß abwarten. Früher oder später muss Bugbear da raus. Oder sie verbrutteln sich die Synapsen und die Tigers sind sehr geduldig, vor allem wenn es um Rache geht. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es ihnen sogar am liebsten ist. Hol Bugbear da raus und sag mir Bescheid, dann lasse ich euch abholen. Aber sei extrem vorsichtig, wenn du ihre Verbindung kapst. Tod bringt sie mir überhaupt nichts. Hört sich nach einer sehr geilen Mission an. Dann werden wir da mal die Gegend anschauen. Wo wir dann nicht vielleicht wieder irgendwo von einer... Nebeneingang reinkommen. Da kann man mit dem rein verstecken. Blitzer. Speichern. Du hast ja einfach durch die Tür gegangen, oder? Es hat nichts geheißen, dass man diskret sein soll. Zu Hause, ja, das ist lustig. Kennen wir.
Also, die Lektüre kennen wir. Aber ihr wisst, was ich meine. Nicht, dass man das jetzt im Mund vertraut. Aha, der weiß, wie es ist, heute zu Hause zu sein. Ja, ja. Militech Netrunning-Anzug aus Aramie. 20% Verringerung von Quick-Action-Schaden. Bumm. Euro-Dollares nehmen wir natürlich auch mit. 29Z. Warte, nicht die Verbindung drinnen. Kühl mich runter, sonst bin ich Barbecue. Hol Kühlmittel aus dem Bad. Okay. Hol Kühlmittel aus dem Bad. Kühlmittel. Hauptsache warm, wärmer, heißer. Was? Und wie dreht man das? Ah, da. Wird so schnell kritisch, wenn ich da nicht geht. Alarm! Denkt man an das. Ich chill mal, warum so unentspannt? Gewann sie da rein? Das war das. Und jetzt haben wir da den Nutzer drinnen. Zum Fahrzeug des Fixers. Ich spann doch mal mit der noch mal was zum tun hat. Auto schwebt. Ablegen. Abgeschlossen, dann schauen wir noch mal hinein in die gute Stube. Gut gemacht, mein Lieber. Ich bin zufrieden. Na, ist wunderbar. Wir hören voneinander. Auftrag abgeschlossen. Na, sehr gut. Kann man noch mal da was looten können? Verschlossen. Verschlossen. Auf, ne? Oh, hopp, hopp. Jawohl. Sind wir da einfach mal aufs Dach gehüpft? Na, aber der, das laut man sich. Wer ist das? Adolfo Romero. Wer auch immer das sein mag. Ja, geile Aussicht. Tiger Claus. Wo geht's da wieder? Okay, da werden wir da auch raufkommen. Wieder auf die Balkone, ja. Enjoy.
können wir noch schnell schauen, ob wir was looten können. Und dann haben wir das für diese Folge wunderschön abgeschlossen. Wieder einen Auftrag mehr auf der Liste. Verschlossen und das geht's dahin, da geht's raus, ne? Genau. Ich glaube, wow. Es kommt der Soundsturm. Da los. Fuck. Schaut's aus? Das wird irgendwie so ein Sandsturm sein. Wir werden uns nur kurz anschauen, wo wir als nächstes hinfahren und das machen wir dann in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Beziehungsweise ich werde mir das offscreen überlegen, wo wir als nächstes hingehen, vielleicht hier. Und bis dahin sage ich danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal, tschüssi und baba.